Das ganze Dorf war Spielplatz. Das ging, wir haben Spiele gemacht, die über das ganze Dorf gingen. Man konnte sich verstecken im ganzen Dorf und zwei waren immer dafür zuständig, die restlichen dann zu suchen. Und die zuerst gefunden wurden, die waren dann die nächsten Sucher. Es ging dann in die Häuser rein, vorne rein, hinten raus. Es war ja kein Haus verschlossen. Die Menschen waren auch nicht großartig überrascht. Das war eigentlich normal. Im Ja. Dorf hat jeder jeden gekannt. Manchmal auch zu viel gewusst von meiner, aber es war ein anderes Verhältnis. Man kann das mit städtischen Dingen nicht vergleichen. Also es gab ja auch keine zugezogenen in dem Sinn, wie man das heute kennt. Also Fremde, die, was weiß ich, woher kommen, sondern da hat man einer vom Nachbardorf eingeheiratet.